Apropos Sonne, Regen, Gewitter und Wetter. Sehen wir uns doch im TV doch mal die aktuellen Nachrichten und die Wettervorhersage für die nächsten 2 Realstunden für Ibiza und Hawaii an. Hier sei darauf hingewiesen, dass natürlich sämtliche Videos entsprechend G- bzw. beschnitten sind, um die Wartezeiten, Ladezeiten und so weiter entsprechend kurz für euch zu halten. Dieses Spiel hat leider Ladezeiten, die aber auch nicht unbedingt allzu lange sind, finde ich. Und jetzt will ich euch nochmal richtig meinen Herbie sowie meinen Dudu zeigen. Beide selbst lackiert und beklebt. Dafür gibt es in TDU 2 Geschäfte. Autoaufklebegeschäfte, Autoshops, Tuner für die verschiedenen Modelle und Länder, Friseure, Bekleidungsgeschäfte, Community-Zentren und so weiter. Und ja, Motorräder gibt es hier auch, aber nicht in The Crew, soweit ich weiß. Lasst uns mal damit fahren. Sie fährt zwar nur 312 km/h und es gibt Autos, die schneller sind, aber ich finde, wie ihr gleich sehen werdet, dass man auf dem Bike den Geschwindigkeitsrausch besser und mehr fühlt. Kleiner Nachteil, richtiges Umsehen auf dem Bike ist so nicht möglich. Aber man kann sogar ein Vorbeifahrenzeichen machen oder einen Motorradgruß zu einem anderen Bike schicken. Jawohl, man kann hier sogar Wheelies und Stoppies machen. Zeige ich euch die Vielfalt eines der mindestens 117 verfügbaren Autos in TDU 2. Einem Auto, das ihr wahrscheinlich in einem Rennspiel eher erwartet. Also bis zum nächsten Part, wenn ihr bis hierhin noch nicht aufgehört und mal Lust habt.